Unsere Platte ist jetzt seit einer Woche draußen und so viel kennen die Lieder noch nicht. Und für uns ist es auch immer noch neu. Also wir probieren immer noch rum und haben auch Lieder, was wir das erste Mal gemacht haben, dass wir Lieder nochmal umarrangiert haben, umgeschrieben haben. Das ist so ein Prozess, den wir noch nie ganz so offen hatten wie bei der Platte, dass man sich da wirklich nochmal dran setzt. So. Und ich finde es eigentlich ganz spannend. Und das ist jeden Abend ein bisschen anders. Jeden Abend funktioniert das besser, am anderen Abend ein anderes Lied. Und wir bauen eigentlich deswegen auch jeden Abend die Setlist wieder um. Watching television, your kids thought you're not sane. Watching television, your kids thought you're not sane. We assure you, Die erste Frage, die wir uns immer stellen, ist, auf was haben wir am meisten Lust? Und was fühlt sich für uns am besten und am spannendsten an, wie wir Lieder präsentieren und welche wir spielen und in welcher Reihenfolge. Und das hat auch immer was auch mit einer Situation in einem Raum zu tun, irgendwie wie der Club ist, wie viele Leute da kommen und wie viele andere Bands noch spielen, ob das ein Abend ist, wo nur wir spielen oder zwei Bands oder ob es so eher so eine Festivalgeschichte ist. Also da versucht man auch noch drauf einzugehen. Aber das Wichtigste ist eigentlich zuerst mal, was fühlt sich für uns am spannendsten an. Watch it! Das sind dann halt so die Sachen, dass wir das Set ist halt immer anders gestalten, dass wir Instrumenten wechseln machen auf der Bühne in einem Lied. Spielst du jetzt Bass, ich spiele Schlagzeug, ich spiele normalerweise Bass, er singt normalerweise und das ist alles total durcheinander. Und so halten wir es halt auf jeden Fall für uns spannend. Ich glaube, ein Publikum bemerkt halt auch sofort, wenn Leute sich auf der Bühne landen. Man sollte das Publikum nicht unterschätzen. Greatest extent. Oh, you are along to the greatest extent.